Da wären wir mal wieder. Der Multiplayer-Modus von Call of Duty Black Ops 2 sieht wieder genauso aus, wie wir es von seinen Vorgängern gewohnt sind. Immer noch keine neue Grafik-Engine, immer noch spielen sich die flotten Gefechte auf kleinen Karten ab, immer noch gibt's massig Zeug freizuschalten und massig Ränge aufzusteigen. Wer ein Call of Duty der letzten Jahre gespielt hat, wird keine Probleme haben, im neuesten Teil zurechtzukommen. Über das bekannte Matchmaking-System, das dieses Mal zwar auf allen Plattformen über dedizierte Server, aber ohne Serverbrowser funktioniert, gelangen wir in einen der zahlreichen Spielmodi. Von Klassikern wie Team Deathmatch oder Capture the Flag über Hauptquartier und Herrschaft bis hin zu spaßigen Modi für zwischendurch, etwa eine im Lauf, stehen uns mal wieder Dutzende Modi zur Verfügung. Schade bloß, dass die Hardcore-Auswahl auf die vier Varianten frei für alle, Team Deathmatch, Capture the Flag und Suchen und Zerstören begrenzt ist. Neu in Black Ops 2 sind die Multiteam-Spiele. Darin kämpfen bis zu drei Dreierteams gleichzeitig in einem der drei Spielmodi Team Deathmatch, Stellung und Abschuss bestätigt gegeneinander. Die Multiteam-Spiele sind also so etwas wie ein Zwischending aus Frei für alle und Team Deathmatch. Wer gerade gut aufgepasst hat, kennt schon den Namen des neuen Spielmodus von Black Ops 2, Stellung oder Hardpoint im englischen Original. Der verbindet im Grunde Herrschaft und Hauptquartier. Eine ständig wechselnde Stellung will eingenommen werden, das Team, das sie hält, bekommt kontinuierlich Punkte. Die Seite, die als erstes 250 Punkte erreicht, gewinnt. Bis jetzt keine weltbewegende Neuerung, aber eine nette Ergänzung zur sowieso schon großen Auswahl. Wer gerne ein bisschen mehr Wettkampf in seine tägliche Runde Black Ops 2 bringen möchte, ohne gleich einem Clan beizutreten, der dürfte sich über das neue Ligasystem freuen. Die ersten 5 Ligaspiele dienen dazu, in einen Rang eingestuft zu werden. Danach spielt man stets mit Spielern gleichen oder vergleichbaren Ranges. Wer ständig gewinnt oder verliert, wird hoch oder eben runter gestuft. Ansonsten spielen sich die Gefechte aber genau wie ihre normalen Gegenparts. Nach wie vor stehen uns anfangs 5 vorgefertigte Klassen zur Auswahl. Sobald wir auf Level 3 den Klasseneditor freigeschaltet haben, dürfen wir aber an unserem Soldaten rumschrauben, wie wir wollen. Dank dem neuen Pick-10-System sogar freier als je zuvor. Wir sind jetzt nämlich nicht mehr darauf angewiesen, jeden verfügbaren Slot mit irgendetwas zu füllen. Wer zum Beispiel eh nie Granaten wirft, lässt die einfach zu Hause und nimmt dafür einen zusätzlichen Waffenaufsatz mit. Einzige Beschränkung: mehr als 10 Teile dürfen es nicht sein, darum Pick-10. Dieses System erlaubt starke Spezialisierung. Als Beispiel mal eine von uns erstellte Klasse, die sehr gut im Hardcore-Modus funktioniert. Unsere Maschinenpistole feuert sehr schnell. Der Lasermarkierer lässt uns sehr präzise aus der Hüfte schießen. Dank schnelles Magazin laden wir schneller nach und das Visier, ja, das hilft, sollten wir doch mal richtig zielen müssen. Unsere Perks erlauben uns schnelleres Laufen, Zielen und längeres Sprinten. Wir fegen also in einer irrwitzigen Geschwindigkeit über das Schlachtfeld. Die meisten Gegner fallen um, bevor sie uns überhaupt gesehen haben. Diesen Grad an Spezialisierung konnten wir in früheren Teilen nicht erreichen. Um neue Ausrüstungsteile freizuschalten, benötigen wir übrigens kein Geld mehr wie noch im ersten Black Ops. Stattdessen verdienen wir uns pro Level ein Token, mit dem wir dann ein bereits frei gespieltes Teil freischalten dürfen. Egal ob eine Waffe, einen Perk oder eine neue Granate. Das Level Cap liegt dabei bei Level 55, danach geht's allerdings in die 10 Prestige-Ränge. Genug Tokens, um alles freizuschalten, sollten wir also mit der Zeit verdienen. Freischalten müssen wir auch neue Punkteserienbelohnungen, die die alten Abschussserien ersetzen. Ein praktisches Beispiel: statt 3 Kills in Folge benötigen wir jetzt 350 Punkte, ohne zu sterben, für eine Überwachungsdrohne, weshalb hier schon ein Assist für die Belohnung reicht. Oder 450 Punkte für diese nervigen kleinen Bombenautos, von denen wir hier gerade eins in die Luft springen. Ach, Gerechtigkeit. Das eröffnet auch Spielern, die objektbasierte Spielmodi vorziehen, die Möglichkeit, starke Hilfe anzufordern. Denn wer etwa im Capture the Flag-Modus eine Flagge klaut, den Flaggenträger abschießt oder generell irgendetwas von Wert tut, der erhält extra Punkte. So füllt sich das Belohnungskonto ziemlich schnell. Einziges Balance-Problem derzeit: wer bei der dritten Belohnung angekommen ist und weiterhin nicht stirbt, für den gehen die Belohnungen wieder von vorne los. So entsteht ein Schneeballeffekt und der betreffende Spieler lässt sich kaum noch stoppen. Zu diesem Problem gesellen sich blöderweise noch einige weitere Macken, allen voran das Kartendesign.
Das ist in Black Ops 2 ziemlich in die Hose gegangen. Irgendwie wirken die Karten beliebig, richtige Höhepunkte wie Summit oder Array aus Black Ops fehlen. Zudem fällt es auf einigen Karten auch nach einer Reihe Partien noch schwer, sich zurechtzufinden. Eine Chance verpasst haben die Designer auch beim Detailgrad. Keine Frage, die Grafik von Black Ops 2 hinkt dem aktuellen Stand der Technik weit hinterher. Allerdings schafft es Treyarch an einigen Stellen sehr gut, diesen Umstand mit Partikeleffekten und vielen Details zu kaschieren. Karten wie diese Hochglanzjacht stechen aus Mangel an eben solchen Details deswegen besonders negativ heraus. Wo wir gerade bei technischen Schwächen sind, bei der Soundabmischung muss irgendwas schiefgelaufen sein. Warum? Ganz einfach, wir hören unsere Gegner nicht. Bei einem Spiel wie Call of Duty ist es unheimlich wichtig, anhand von Laufgeräuschen die Position unserer Feinde bestimmen zu können. Das funktioniert in Black Ops 2 nicht ordentlich, was wiederum zu vielen frustrierenden Toten führt. Weil man das in einem Video so schlecht darstellen kann, zeigen wir hier unseren Eiertanz, mit dem wir vor einer Drohne fliehen wollen. Hat leider nicht geklappt. Apropos frustrierende Tode. Auch das Spawn-System hat uns während des Tests immer mal wieder zu Weißglut getrieben. Öfter mal spawnen Feinde direkt neben uns. Das geht besser, wie etwa Medal of Honor Warfighter beweist. Mit an Bord ist wieder das Kino, in dem wir unsere schönsten COD-Momente immer und immer wieder erleben können. So wie den hier, wo wir den gegnerischen Flaggenträger wenige Zentimeter vor seiner eigenen Flagge noch mit einer fast unverschämt glücklich geworfenen Granate erwischen. Einfach herrlich. Feindlicher Flaggenträger wurde erwischt. Einen neuen Schritt wagt Treyarch mit dem neuen CODcasting. Das erlaubt extrem simples Streamen von Spielen über eine extra auf die Analyse ausgelegte Oberfläche. So kann der CODcaster in die Perspektive jedes Spielers schlüpfen, die Punkteübersicht aufrufen oder einen Blick auf die Karte werfen, um alle Bewegungen gleichzeitig im Blick zu haben. Zu guter Letzt bietet Black Ops 2 natürlich wieder einen Zombie-Modus. Der ist jetzt größer als je zuvor, lässt sich gemeinsam oder gegeneinander spielen und wir können jetzt sogar mit dem Bus von einem Ort zum nächsten fahren. Grundsätzlich geht es natürlich wieder darum, möglichst viele Zombie-Wellen zu überstehen. Dazu reparieren wir Barrieren, kaufen uns bessere Waffen und bauen elektrische Geräte zusammen, die uns bestimmte Vorteile gegen die wandelnden Toten bieten. Wer mal ein bisschen Abwechslung vom Call of Duty-Alltag braucht, kann ruhigen Gewissens einige Zombie-Runden einschieben. Bleibt festzuhalten, Black Ops 2 macht einige Dinge besser als seine direkten und indirekten Vorgänger, vor allem das Pick-10-System funktioniert bestens. Aufgrund des mauen Kartendesigns und der Balanceprobleme ist es aber insgesamt nicht der beste COD-Multiplayer geworden, den wir je gespielt haben.